Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play-Kanal von Likandu. Ich spiele heute mit euch Hotline Miami. Das wird so ziemlich mein allererstes Let's Play-Projekt sein. Ich habe mir extra was Kleineres für den Anfang ausgesucht und auch ein Spiel, das ich schon einigermaßen gut kenne. Ich habe das schon mal gespielt. Es ist ein Top-Down-Shooter und ja, damit wollte ich einfach mal meinen Kanal so einklingen lassen. Ihr werdet bei mir Indie-Games wie Hotline Miami sehen, ihr werdet Poker sehen und ihr werdet auch High-End-Titel von richtigen Publishern sehen. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit dem Kanal. Natürlich gerade am Anfang Feedback ganz, ganz wichtig. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, immer her damit. Ich versuche, den Kanal auf einem möglichst hohen Qualitätslevel zu haben und ja, ich denke, wir können direkt reinspringen. Wir starten einfach das Spiel. Es startet mit einem kleinen Tutorial. Unsere Aufgabe ist es, oder seine Aufgabe ist es, mir zu sagen, wie man Leute umlegt. Das Spiel wird mit den Tasten WASD und einer Maus gesteuert. Drücke linke Maustaste, um zu schlagen. Ziele aufs Gesicht. Sobald du einen K.O. geschlagen hast, musst du ihn nur noch erledigen. Drücke dazu Leertaste, kapiert, alles klar. Linke Maustaste zum Schlagen, Leertaste zum Fertigmachen. Hast du mich verstanden? Bring das nicht durcheinander. Okay, Leertaste zum Schlagen. Oh, Scheiße. Okay, jetzt solltest du versuchen, den nächsten Kerl umzulegen. Also, ich hab's tatsächlich durcheinander gebracht und es hat trotzdem funktioniert. Aber ja, gut. Nimm aber den Baseballschläger aus dem roten Zimmer, okay? Drücke die rechte Maustaste, wenn du daneben stehst, um ihn zu nehmen. Drücke dann die linke Maustaste, um ihn zu schwingen. Kam das in deinem Dickschädel an? Ist das angekommen? Ja? Rechte Maustaste zum Aufnehmen, linke zum Schwingen. Hörst du mir auch zu? Mach endlich. Okay. Zack. Mitten in die Fresse. Ja, Feuerwaffen, Schrotflinte. Funktioniert genau gleich. Rechte Maustaste. Benutze die Hochtaste, um Feinde außerhalb des Sichtbereichs zu suchen. Okay, ich habe das Spiel schon mal gespielt und das wusste ich tatsächlich noch nicht. Aber okay, passt. Du kannst mit dem Scrollrad an Feinde andocken. Zu greifen, Hochtaste zum Umsehen, linke zum. Okay, auf geht's. Krass. Ah, ne. Achso, den soll ich umlegen. Okay. Okay, man kann Waffen aufnehmen und mit der rechten Maustaste werfen, das wusste ich schon. Schusswaffen sind sehr laut und werden Feinde anlocken. Plane davon, möglichst. Verwende möglichst Nahkampfwaffen. Himmel, Arsch und Zwirn, du wirst ohnehin bald selbst umgelegt. Oder etwa nicht? Ja, es ist leider ein Game, wo man sehr, sehr oft spielt, aber genau das, wo man sehr, sehr oft stirbt, aber genau das ist ja für ein Let's Play eigentlich ganz cool. Wen haben wir denn da? Ach, du weißt gar nicht, wer du bist. Vielleicht sollten wir das dabei belassen. Aber ich kenne. Schau mir ins Gesicht. Wir sind uns schon mal begegnet, nicht wahr? Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Du bist bei mir nicht willkommen. Willst du wirklich, dass ich dir sage, wer du bist? Sich selbst zu kennen bedeutet, für sein Tun einzustehen. Also das Spiel ist, wie ihr gleich mal schon merkt, ist ziemlich crazy. Tatsächlich habe ich mir noch nie die Story angeguckt, sondern habe es immer nur so ein bisschen zum Fun gezockt. Deswegen ist es eigentlich jetzt ganz cool im Let's Play. Und in letzter Zeit hast du einige hässliche Dinge getan. Keine Erinnerung an mich? Ich helfe dir auf die Sprünge. Klingelt es bei dir, wenn ich den 3. April erwähne? Ich meine, da sind wir uns das erste Mal begegnet. Du scheinst dich an etwas zu erinnern. Ah, okay, wir spielen quasi so, also wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Gedächtnis, so ein Traum aus der Erinnerung nach quasi, oder so ein Gedächtnis halt. Sie haben eine neue Nachricht, Piep. Hier ist Tim von der Bäckerei. Die bestellten Kekse sollten längst geliefert werden. Die Zutatenliste liegt bei. Achte darauf, dass du sie genau liest. Klick. Okay, sind das die bestellten Kekse? Wer wirft denn die da so in die Wohnung rein? Okay. Das Ziel ist ein Aktenkoffer. Diskretion heißt oberste Priorität. Legen Sie das Zielobjekt bei F72 in den, 32 in den Müllcontainer. Ein Versagen gibt es nicht. Wir werden Sie beobachten. Ah, so werden quasi die Missionen verteilt. Witzig. Ist echt cool, wenn man das Spiel mal spielt. Mit Story und so weiter. Ja. Also das Game kann man so in 2, 3 Stunden, denke ich, durchspielen. Aber wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Also es gibt so Masken, die haben verschiedene Spezialfähigkeiten. Überlege eine Kugel, extra Munition, Ausrauben, Dunkelheit, guter Schuss.
und so weiter. Es gibt auch viele, die noch nicht freigeschaltet sind und so. Ich mag eigentlich die hier gern, wo man alles mit den Fäusten quasi relativ einfach töten kann. Genau. Man geht einfach hin und schlägt sie und sie sind halt mit einem Faustschlag tot. Das ist eigentlich immer ganz hilfreich. Genau. Zack. Wow, das war Glück. Okay. Okay, jetzt wollte ich einen mal abwerfen, aber hat nicht so wirklich geklappt. Okay. Der andere, der lebt, glaubt noch. Ja, wenn man die abwirft, leben die immer noch. Werfen wir ihn einfach nochmal ab. Okay. Jetzt haben wir den Aktenkoffer. 6080 Punkte, wobei mit dem Punktesystem kenne ich mich überhaupt nicht aus. Keine Ahnung, was das, ob das wichtig ist oder nicht. Shift zum Zielen, ja. Okay. Ah, man muss zum Teil auch so ein bisschen taktisch vorgehen und vielleicht nicht beide auf einmal. Zum Auto und weiter geht's. Okay, hier geht's nicht hoch. Ah, okay, das ist wohl dieser Müllcontainer, wo wir es reinwerfen sollen. Wer ist da? Ich kann hören, ich weiß, dass du hier bist. Hat mich gesehen? Zack! Kapitel erledigt. Oh, das ging ja ganz fix. Nice. What the fuck? What the fuck? Erstmal ordentlich ein Abreiern. Naja, muss man auch manchmal machen. Am Schluss gibt es ja gibt's immer so Punkte, die halt zusammengezahlt werden und dann anhand von dessen gibt es, glaube ich, ein Ranking. Genau, Stufe B. Ja, okay. Passt. Wir sind jetzt wohl in so einer Art Supermarkt. Können wir den eigentlich. Ah, okay. In den Zwischensequenzen können wir gar nicht schlagen. Hi, mein Freund, habe dich lange nicht gesehen. Dachte schon, dir ist etwas zugestoßen. Der Verlust deiner Freundin hat dir wohl zugesetzt. Hab dich seither jedenfalls nicht mehr gesehen. Alter, was ist denn das eigentlich für ein krasser Hippie? Die seine Augen, Mann. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Auf der Suche nach einem Mitternachtssnack, ja? Okay, mach dir keine Sorgen, das geht aufs Haus. Schön, dich zu sehen, einen schönen Abend noch. Was habe ich jetzt bekommen? Ah, ich habe noch gar nichts bekommen. Was war das? Also, wie gesagt, es hat so eine extreme Retro-Grafik. Wir könnten jetzt raten. Ihr könnt ja mitraten, was das hier sein soll. Wir haben hier vier so Dinger. Vielleicht ist es so eine Sechserpackung Donuts? Nee, ah! Okay, es wird wohl ziemlich sicher Bier sein, weil sechs Bier sind auch ein Schnitzel. Weil hier liegt eine einzelne Flasche. Ja, das wird wahrscheinlich ein Sixpack Bier sein oder so, den wir da mitgenommen haben. Aber hat irgendwie nichts am Spiel oder so geändert. Also hat uns jetzt nicht irgendwie betrunken gemacht oder geholfen oder so. Hier kriegen wir immer die Aufträge. Sie haben eine neuere Nachricht. Hallo, hier ist Linda. Ich brauche sofort einen Babysitter. Ich habe hier ein paar Kinder, die du bändigen musst. Ich bin in der 7. Street. Sprich viel und intensiv mit ihnen, damit du diese Rasselbahn in den Griff bekommst. Und wie beim letzten Mal, sei bitte diskret. Okay. Geile Auftragsbeschreibung. Dann werden wir mal diese Bande zähmen. Ach, übrigens, die Musik ist auch ziemlich, ziemlich cool. Also, First Chapter No Talk. Ich mag die Musik extrem. Okay, gucken wir mal, dass wir möglichst. Also, ich will versuchen, das Let's Play mit möglichst wenigen Toten voranzubringen. Jetzt haben wir auch die erste Waffe. Okay, da steht einer. Okay, wir haben zwar mal gesagt, dass die Leute angelockt werden. Aber irgendwie scheint es nicht der Fall zu sein. Was hat der für eine Waffe? Ah, fuck, jetzt habe ich die Waffe hinter das Sofa geworfen. Egal. Okay, also so blöd sind sie mal, dass sie nicht checken, dass gerade jemand die Tür aufgemacht hat. Okay, jetzt hat nur einer erwischt. Nice. Okay, das war ja gar nicht so schwer eigentlich. Müssen wir wieder zurück zum Auto. Okay, das macht wahrscheinlich das Ranking kaputt, wenn ich hier random rumballer. Aber okay, bis jetzt scheint es noch relativ easy. Wie gesagt, ist schon Zeit und ein Weilchen her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Aber es ist halt eines meiner Lieblingsgames, die man so, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Ich meine, jetzt ist auch schon Hotline Miami 2 draußen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber die den Leuten trotzdem vor allem für das Geld zwischendrin mal sehr viel Spaß machen. Alter, das ist der gleiche Typ, Mann. Nur mit einem Hut auf.
faule Designer. Hallo, herzlich willkommen. Du musst nicht bestellen, deine Pizza ist schon fertig. Ich hatte ein Bauchgewühl, dass du gleich kommst. Belassen wir es erst einmal dabei, einverstanden. Kümmere dich nicht um Geld, ums Geld, du bist eingeladen. Okay. Eine Pizza mitgenommen, das letzte Mal ein Sixpack Bier. Und wir sind jetzt schon 16. April, das heißt vom Anfang an schon fast 2 Wochen. Vom ersten Tag. Das heißt, man spielt nicht jeden Tag als den Charakter wohl. Hier ist Thomas von der Methadon-Klinik. Wir haben heute Abend ein Treffen für dich vereinbart. Komm zur 184. ins Apartment 105. Keine Sorge, wir wissen, für unsere Kunden ist Diskretion sehr wichtig. Klick. Okay. Ja. Wie gesagt, es wird halt wieder irgendein Massaker geben. Und das Spiel wird aber, glaube ich, ziemlich schwer mit der Zeit. Aber gucken wir mal. Aber wenn man einigermaßen taktisch vorgeht, geht's, glaub. Nächster Stock. Oh, Scheiße. Oh, fuck, das kommt sie. Oh, fuck. Keine Muni mehr gehabt. Ich hab aber auch Potato eben. Ich weiß nicht, was lebt. Hier ist einfach nur ein Haufen voll halb kaputten Menschen. Oh, fuck. Double kill. Nein. Während ich den einen getötet habe, hat er mich getötet. Nicht so geil. Problem ist, wenn ich die Tür zuschieße, trifft es manchmal die Leute und die sind nicht tot. Ich habe keine Ahnung, wer da noch jetzt lebt. Ich glaube, keiner. Okay, hier ist noch einer. Hier sitzt noch einer. Oh. Die Waffe tötet nicht auf einen Schuss. Also ihr merkt schon, ich sterbe gleich ein bisschen öfters. Gleich im ersten richtigen Level, wo mal ein paar Gegner sind. Ist beide nicht tot, glaub ich. Ah, die hat nur 2 Schuss, das ist nicht so geil. Okay, das schaut gar nicht gut. Kann man die grüne Waffe auch nehmen? Nö. Okay, auf jeden Fall nehmen wir die Waffe nicht, weil die nicht so geil ist. Okay, hier kommt noch einer. Und im Bad sitzt noch einer. Nice. Haben wir es geschafft. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah. Nein, da ist grau. Ich muss wieder runter. Zum Auto. Ist doch klar, Mann. Denk doch mal nach. Ja. Komm, mal besser wie B. Na nee, wir sind so oft B minus, wir sind so oft gestorben. VHS Palace. Stimmt, ich weiß gar nicht, wann das spielt. Wahrscheinlich irgendwie in den 90ern oder so. Hey, mein Freund, schön, dich wiederzusehen. Hast du vom Massaker euch Abend erfahren? Diesmal mit einer Beanie Cappy. Ein paar Russen hat's erwischt, keine große Verlust, finde ich. Man sagt, dass so ein Irrer mit Gummimaske das getan hat. Das hört sich an wie eine Szene aus einem Schlitzerstreifen an. Okay, ja, ich habe den perfekten Film für dich. Der da auf dem Tisch, nimm ihn für dich, ist gratis. Genieße es. Okay, ich habe so das Gefühl, dass das hier irgendwie so der Running Gag wird. Irgendwie immer wieder der Typ. Mit einer anderen Mütze und er schenkt uns irgendwas anderes. Hier ist Kate von Hotline, Miamis bester Partneragentur. Wir haben heute Abend für sie ein Date arrangiert. Sie wird am Southwest 33rd Place auf sie warten. Achten Sie wie immer auf ein schickes Äußeres. Klick. Okay. Gibt's hier eigentlich nicht irgendwie was? Kann man irgendwie was machen? Na. Ich glaube alles nur Deko. Naja. Gucken wir mal. Third Chapter Dekadenz. Okay. Wo ist denn die Lady jetzt? Fuck, da steht er.
Wenn ich jetzt schieße, kommen aber alle her. Wahrscheinlich. So wäre es echt gut, hier irgendwie mit Strategie vorzugehen. Oh, da ist einer. Ah, okay, wir können. Oh, fuck, da ist noch einer. Shit. Boah, bin ich gerade erschrocken. Geh hier in die Ecke rein. Boah, jetzt gibt's hier nur einen Baseballschläger. Ich könnte reingehen und die zwei umlegen. Ah, stimmt, die Tür kann man auch als strategisches Mittel nehmen. Könnte man hier reingehen? Ist da noch einer drin? Ja. Aber die kriegen wir, glaube ich. Also die Gegner haben so eine krasse Reaktionszeit. Ich glaube, das schafft man nicht. Ich glaube, der geht ja irgendwann raus. Oder war das aus der anderen Tür? Egal. Wir ballern jetzt, glaube ich, einfach. Okay. Ah, okay. Die anderen haben es nicht gehört. Vielleicht hat es auch mit den Räumen ein bisschen Zusammenhang. Okay, wir kriegen die Waffe leider nicht. Geile Mucke. Ah, da ist mein Date. Liegt mit Handschellen und einer Spritze im Bett und wird gefilmt. Und der Typ sitzt halt Hauptsache vor dem Rechner. Ballert sich ein paar Spaghetti rein. Okay, das haben sie jetzt aber gehört. Ein Schuss noch. Oh nein! Ach, fick. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte alle. Aber da waren drei drin, scheiße. Ist wieder gleich wie vorher. Okay. Dem scheint es relativ. Oh, Scheiße. Oh. Das war Glück. Okay. Okay. Alles gewollt. Okay. Was sind eigentlich hier? Ah, hier. Eine Tür oder eine unsichtbare Wand oder was auch immer. Egal, wir müssen einen Stock hoch. Können nicht zu unserem Date. Boah, Scheiße. Okay, das war nicht so klug. Vielleicht den leise töten. Hier sind zwei Nahkämpfer. Hier hat einer einen ziemlich guten Winkel. Ah, hier können wir echt relativ viel mit Nahkampf machen in dem Level. Okay, manche bewegen sich halt irgendwie gar nicht. Die haben irgendwie ihre feste Position. Und die muss man sich, glaube ich, merken, weil man die relativ gut wegholen kann. Ach. Scheiße. Den hat es irgendwie krass erwischt. Geh hier zum Auto. Jetzt würde ich trotzdem gern wissen, was. Oh. Alles muss immer selbst erledigen. Ah, okay. Ist das eine Boss? Hallo? Autsch. Okay. War jetzt irgendwie nicht so der krasse Boss. Was ist das? Eine Flasche? Oder Geld? Kann ich die mit Geld abwerfen? Ja, bring es einfach zu Ende. Ich wusste, es würde so enden. Okay. Ach, ich rette die. Witzig. Ich würde sie aber am liebsten in das blutverspritzte Bad reinwerfen. Also die ist so durch, die Tussi. Mit der geht ja gar nichts mehr. Ist komplett am Ende. Krass, krass. Also ja, Spiel macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, auf den ersten Eindruck. Passt alles. Diesmal haben wir nur ein C bekommen. Ich finde eigentlich, dass es gar nicht so schlecht läuft, aber irgendwie mag das Spiel mich nicht so sehr. Ja, wir werden jetzt den ersten Teil dieser Let's Play-Serie beenden. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Feedback immer da lassen. Ansonsten bis zum nächsten Teil. Ich denke, dass es so jeden Tag oder vielleicht jeden zweiten Tag einen neuen Teil geben wird. Schauen wir mal. Aber ja, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Teil. Das war Let's Play Likandu.